An einem Tag scheint die Sonne und es ist frühlingshaft. Am nächsten Tag gibt es wieder Frost und Schneeregen. Das wechselhafte Wetter setzt zurzeit besonders den Igeln zu. Denn die stacheligen Wildtiere kommen in ihrem Winterschlafrhythmus durcheinander. Besonders Jungigel erkunden schon wieder ihre Umgebung. Wenn ich jetzt so einen Jungigel habe, ist er meist dehydriert. Das heißt, er hat einfach durch den Winterschlaf Flüssigkeit verloren. Wasserstelle jetzt bereitstellen, dass er wirklich was zum Saufen hat. Und am besten auch mit Katzennassfutter zufüttern, gerade in der Zeit, wo noch nicht so viele Insekten da sind, also wo der Tisch noch nicht so reich gedeckt ist. Viele tierliebe Menschen meinen es gut und sammeln auch im Frühjahr vermeintlich kranke und hilfsbedürftige Igel ein. Doch nicht alle Tiere müssen wirklich aufgepäppelt werden. Drei Merkmale zeigen deutlich, ob ein Igelchen Hilfe braucht oder nicht. Das ist einmal die Augen. Man sollte die Augen vom Igel anschauen. Die Augen sollten so Knopfaugen sein, schwarze, schöne, runde Knopfaugen. Wenn die Augen in den Augenäpfel so reingefallen sind, war sie erst dehydriert. Die Form des Igels ist auch interessant. Das heißt, hat eine schöne Tropfenform. Hinten einen dicken Hintern, vorn spitz zu laufen, die Nase. Läuft er so ein bisschen pummelig umeinander oder läuft er so stachselig auf die Füße oder fängt er an zum Zittern, dann sind das so Gefahrenzeichen, wo man was ist, passt nicht hundertprozentig. Ist ein Igel tatsächlich zu schwach oder verletzt, sollten Experten oder das örtliche Tierheim herangezogen werden. Wichtig ist außerdem, dass die Tiere auch weiterhin Zugang zu ihrem Winterquartier haben. In der Regel, wenn es wieder kalt wird oder wenn wieder mal Bodenfrost oder Frostperiode eintritt, dann zieht er sich wieder zurück in seinen Laubhaufen und da nicht jetzt um die Zeit schon alles gleich wegräumen, sondern wirklich nur stehen lassen bis Mai. Oder bis Ende April auf jeden Fall, weil es kann sein, dass der Igel wieder zu seinem Schlafplatz zurückkommt. Und noch ein Tipp. Einfach im Garten getrocknete Mehlwürmer oder zerbröselte Meisenknödel auf dem Boden verteilen. Das zusätzliche Futter freut nicht nur die Igel, sondern auch die heimischen Vögel.